Und damit auch herzlich willkommen jetzt vom Kommentatorenplatz zur neuen Sendung von Sport in Schwerin, diesmal aus Kriebitz, HVMV-Pokal. Der SV Kriebitz empfängt den SV Motorbad und es geht um den Einzug ins Final Four. Kriebitz hat sich ja mit einem Sieg in Stralsund für dieses Viertelfinale qualifiziert und will jetzt vor eigener Halle den Einzug ins Final Four klar machen. In das auch der SV Grünwald-Schwerin schon einzog. Die erste Mannschaft konnte sich da gegen die zweite durchsetzen. Und Sophie Ehlers scheitert mit dem ersten Entwurf. Er kriegt den Ball auf den Fuß, Ballbesitz für Motorbad. Beide Mannschaften aus der MV-Liga, beide sind auch diese Saison schon aufeinander getroffen hier in Kriebitz. Das Spiel endete unentschieden, wo sich Kriebitz in einer Aufholjagd den Punkt noch sichern konnte. Ja, technischer Fehler. Oh, Unsicherheit. Und der Tempo-Gegenstoß. Nicht so richtig konsequent geführt. Und mit etwas Glück an die Latte. Ja, Kriebitz sollte vielleicht bemüht sein, in den ersten Minuten jetzt Ruhe reinzubringen. Adam mit dem ersten Wurfversuch. Schaltet am Block. Es gibt einen Wurf für Kriebitz. Ja. Kadi Rehberg den Ball nicht weitergetragen auf Rika Adam. Das wäre erst eine gute Möglichkeit gewesen. Ne? Auch schon rausgespielt. Passives Spiel durch die Schiedsrichter angezeigt. Das heißt, Kriebitz muss jetzt abschließen. Und Adam wird da hochsteigen. Macht er. Und das 1-0 für den SV Kriebitz. Mit einem sehr langsamen Beginn. Konzentriert euch, heißt es auch, auf Seiten vom Motorbad. Das war eine schöne Einzelleistung. Sandra Spörl steigt noch nicht mal hoch aus dem Stand. Im Wurf aber platziert unten in die Ecke. Der Ausgleich 1-1. Da muss Kriebitz natürlich definitiv etwas früher raustreten. Sogar angezeigt. Kriebitzer Seite, jetzt kommt es. Zweiter Kreis.
Genau. Und der Pfostentreffer von Rehberg. Aber so müssen Lösungen gefunden werden. Stürmer vorne gepfiffen. Gegen Spörle. So will er es. Mit Geschwindigkeit. Und im Treffer für Krewitz 2-1. Große Stärke von ihr. Wenn sie mit viel Geschwindigkeit kommt, dann ist sie kaum aufzuhalten. So will er es. Eine große Stütze neben Ricarda im Team des SV Krewitz. Nicht wirklich vorbereitet, der Wurf von Diana Brusch. Ja, Claudia Gafflig war's. Und Spörle mit dem zweiten Treffer. 2-2. Kreisanspiel. Hat die Barter die Hände noch drin? Jetzt Ehlers mit dem Pass über außen. Idee nicht schlecht, aber auch gut aufgepasst von der Defensive vom Motorbad. Auch das sehr gut verteidigt und schön durchgesetzt von Rehberg. 7 Meter für Krewitz, gelbe Karte für Spörle. Katharina Krüger. Katharina Krüger mit dem Treffer per 7 Meter. 3-2. Ziemlich eiskalt. Diese 7 Meter, kann man natürlich sagen, 2-2, ist ganz schön dreist so zu werfen, aber gerade in so einer Situation rechnet der Torwart natürlich überhaupt nicht mit so einem Ball. Und deswegen ist es vielleicht genau der Richtige. Zu wenig Schwung. Und Rehberg mit der Hand am Ball. Sich jetzt so den Ball gewinnen. Jetzt muss es auch raus spielen. Adam. Ah, es war klasse gespielt, aber der Ball muss natürlich rein. Lattentreffer. Viel Anspannung zu merken hier in der Halle. Merkt schon, dass Krewitz hier unbedingt ins Final Four einziehen will. Seinen Zuschauern was bieten möchte. Aber auch Bart ist nicht gekommen, um das Ding hier wegzuschenken. Gelbe Karte auch gegen Krewitz. Martina Prestin bekommt sie. Adam geht früh raus gegen Spörle. Zähle ich richtig an 7 Meter auch für Motorbad. Von soher könnte man sagen, ausgeglichenes Spiel. Zum 7 Meter. Nun Anne Altmann. Und macht ihn sicher. 3-3. Thank you.
über außen gespielt. Schlechter Winkel, auch wenn der Ball im Tor war, dann übertreten. Und die Chance für Motorbart, hier erstmalig in Führung zu gehen. Schwacher Ball und so Fehler beim Tempo-Gegenstoß. Macht ihn sicher, 4-3. Wieder Ballverlust. Finden da aber den Tempo-Gegenstoß. Sicherlich ein Geheimnis, wie man Kriebitz knacken kann, indem man zumindest einen Teil davon, indem man Ehlers den Schwung wegnimmt. Da verliert den Ball gegen Adam, passives Spiel angezeigt, jetzt muss was kommen. Muss sie abschließen, Ehlers. Abgefälscht. Es gibt Abwurf, sagen die Schiedsrichter. Dann Krivitz Glück, dass Motorbart die konfuse Situation nicht nutzt, um selber ihrerseits einen Tempo-Gegenstoß zu starten. Weil sie hatten sich da schon formiert, diesen Einwurf auszuführen. Und dann gibt es Abwurf. Schlechtes Spiel. Ja, kann es aber auch durchaus eine gelbe Karte geben, da außen für das Schubsen von Tine Dettmann. Spörle wieder, jetzt gibt es auch Abwurf. Timer schnell gespielt. Aggressiv, aber gut verteidigt vom Motorbahn. Da gibt es noch eine gelbe Karte gegen Motorbahn. Karte in Berlin. Und wieder auf den Beinen Sarah Reschka. Da muss ich warten. Muss natürlich warten, bis angepfiffen ist. Muss alles seine Richtigkeit haben. Na gut gespielt. Und Schrittfehler gepfiffen. Auch wenn die Krivitzer Zuschauer davon nicht einverstanden sind, habe ich genauso gesehen. Oh, unmotivierter Wurf und dann an die Latte von Claudia Gafflik. Wie das frühe Raustreten gegen Ehlers. Jetzt aber schön rausgespielt. Und Stürmer-Foul gefällt mir, eine mutige Entscheidung. Sicherlich ist sie da mit der Schulter zuerst da. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Abwehrspielerin stand. Und jetzt gibt es die gelbe Karte gegen Krivitz Nummer 9, Sarah Reschka. Pfostentreffer. Da war der Krivitzer Block auch nicht geschlossen. Es gibt 7 Meter für Motorbach.
gehalten dabei. War dann ja wohl. War sicherlich ein wichtig gehaltener Ball. Sandra Spörl auch ein bisschen den Zahn zu ziehen. Die Schützin bisher bei Motorbad. Ja, viele technische Unzulänglichkeiten. Wieder Stürmerfoul. Selten ein Spiel gesehen mit so vielen Entscheidungen auf Stürmerfoul. Aber das wird zugegebenermaßen auch selten gepfiffen. Den Pass nicht rüber, Sarah Reschka. Es bleibt beim 4-3 für den SV Kriebet. In der Viertelstunde muss man sagen, ein Spiel, was von viel Wollen geprägt ist. Das war mal ein schönes Kreisanspiel. Jetzt das Stellen für Spörle. Scheitert am zweiten Kreis und Bart jetzt mit zwei Kreisen, wollen die Mitte binden. Wichtigerweise Stürmer faul. Da will sie durch eine Wand. Schwacher Pass von Adam. Aber ein gutes Umkehrverhalten sieht auch anders aus. Macht es alleine. Gibt Freiwurf. Vorher abgepfiffen. Berlin, auch wenn sie da vorher Stürmerfoul abgepfiffen bekam, macht so ein bisschen Betrieb, ist ein bisschen aktiv. Ist gut. Gute Finte von Spörler und dann verliert sie den Ball. Und Ehlers jetzt mit Tempo, das ist eigentlich ihre Chance. Rehberg trifft ihre Gegenspielerin am Kopf, das war nicht beabsichtigt. Aber ich denke, das war auch nur gestreift und ist mehr Schock. Aber Kadi Rebeck zeigt auch an, sie möchte raus und Claudia Gafflig steht inzwischen wieder. Das ist dann meist auch eher der Schock. Aber im Spiel von beiden Mannschaften fehlt so die Sicherheit. Am Ball, in den Aktionen. Wer als erstes seine Sicherheit findet, ich denke, der gewinnt das Spiel. Und jetzt Auszeit genommen vom SV Kriebitz. Versuch mal ein bisschen reinzuhören, wenn wir es schaffen. So, wir haben nicht viel mitbekommen können, aber ich denke, es ging
in der Halbzeitansprache von Roberto vor allen Dingen um die Sicherheit seiner Mannschaft. Dass er an sich selber glaubt, sich selber vertraut. Und auch den ein oder anderen Spielzug ansagt. Und Kuschkinski nun im Spiel für Rehberg. Wir haben auch einen neuen Kreis. Und jetzt vor Klewitz nennt sie Rittit. Und so Wähler ist am Tor vorbei. Also es wird kein Tor gezählt. Das war nicht so richtig zu erkennen jetzt. Aber der Torschiedsrichter, der steht da auf der Linie. Ich denke, der sieht das am besten. Und der Ball war über die Mittellinie. Da kann man auch passives Spiel gelten lassen. Der Blick, der Schiedsrichter ist da. Gibt aber kein passives Spiel und Spörle am Tor vorbei. Und da bleibt wieder eine Krivitzerin liegen. Nancy Rittit. Und da ist sie wieder auf den Beinen, Nancy Rittit. Und es geht auch für sie weiter. Und dann setzen wir das Spiel fort. 4-3. Immer noch für den SV Krivitz. Das hat sich seit vielen, vielen Minuten nicht verändert. Moderbart verteidigt jetzt sehr offensiv. Klar, nehmen so das Spiel der Krivitzer weg. Das schnelle Spiel ersticken sie damit im Keim. Stehen alle an der neuen Mittellinie. Fuß von Ehlers. Ja, schlechter Pass. Und Adam. Und Ehlers jetzt mit der Chance des Tempo-Gegenstoßes. Gut verteidigt. Da fehlt dem SV Krivitz jetzt auch einfach die Mittel, die Ideen, um das Spiel etwas erfolgreicher zu gestalten. Die entscheidenden Pässe an den Kreis, sie kommen nicht an. Da muss vielleicht der Rückraum helfen, Ehlers. Jetzt war das Kreisanspiel nicht gefangen von Rittit. Sehr viel Konfusität, Ballbesitz, Motorbart. Richtig zu Ende gespielt. Guter Ansatz beim Motorbad. Und jetzt Auszeit genommen von Motorbad. Schauen wir auch da einmal mit drauf. Scheint da einen etwas anderen Spielzug mit anzusprechen, noch etwas zu verfeinern, aber letztendlich ist es der letzte entscheidende Pass eben auch bei Motorbad gewesen, der nicht zum Erfolg führt. Und deswegen sind wir seit so vielen, vielen Minuten hier in der Sporthalle Krivitz ohne Torerfolg.
Schauen wir mal, wie die Mädchen aus Bad das umsetzen. Das war nicht gut. Fangfehler, jetzt muss er mal nach außen kommen. Da ist er und die Riesenchance zum 5:3 für den SV Krefeld. Erzählt durch Tini Detmann. Wichtiges Tor. Spürl an die Latte. Und der Anschlusstreffer jetzt auch führbar durch Kathleen Berlin. Das hätte natürlich die Initialzündung sein können. Für Krebitz jetzt nach dem 5:3 direkt eins hinterherzulegen. So war es zumindest eine Initialzündung für das Spiel. Beide Mannschaften wissen, wir können das doch noch treffen. Wieder klappt das Kreisanspiel nicht. Beim SV Krefeld. Elias, jetzt müsste mal hochsteigen. Tut das nicht. Jetzt ist der Platz da für Ada am Pfosten. Ach Mensch, das ist aber auch verhext. Das war eigentlich schön gespielt, der Platz da für Rika Adam. Aber da muss der Ball natürlich rein. Ein guter Pass außen raus von Berlin, aber nicht gefangen. Von Penke. Ja, da kannst du dir noch so schöne Spielzüge ausdenken. Wenn du den Ball nicht fängst, dann ist er weg. Adam. Am wenigsten mit Gewalt und dann drückt sie den Ball ins Tor. 6:4. Gute Aktion von Elias. Aus, raus. Übertreten. Da geht sie auch nicht richtig hin. Schlechte Stellung. Jetzt gutes Kreisanspiel. Retit macht den Treffer. 7:4 und holt noch die 2 Minuten gegen Spörler raus. Nehmen Sie Motorbad jetzt auch einen Aktivposten im Angriff. Da hat es endlich mal geklappt, das Kreisanspiel. Und wie gefährlich das ist, das sehen wir dann hier. Das Tor für Krefeld, das 7:4 und die 2 Minuten gegen Spörle. Der von Berlin. Sie sind halt einer weniger, da wussten sie nicht wohin. Kröger jetzt mit auf der Platte. Für Rika Adam. Und Elias hat die Seite gewechselt. Und jetzt eigentlich der Pass ganz nach außen auf Kröger wäre die richtige Alternative. Vielleicht der Pass und dann kommt sie nicht in richtige Inwurfposition. Und das Tor durch Berlin. Und das in Unterzahl. 7:5. So richtig haben die Tore dem SV Krefeld nicht den Auftrieb gegeben, den sie gebraucht hätten. Das war schön gespielt. Aber da muss der Ball natürlich auch aufs Tor kommen.
aber nicht so diesmal von Reschka. Sehr nach Fuß aus. Schiedsrichter haben die Aktion vorher abgepfiffen. Berlin wieder. Wieder der Treffer. 7-6. Jetzt Motor Bad auch wieder komplett und man muss sagen, Krebitz verliert seine Überzahl 0-2. So viel. Es war ein klasse Anspiel auf Retit. Hätte sie auch selber gehen können, macht dann das Kreisanspiel und es funktioniert nicht. Sehr frustrierend für die Halbspieler, wenn die Pässe an den Kreis einfach nicht gelingen wollen. Jetzt kommt das Kreisanspiel mal an, aber da werden sie zu gut gedeckt, nennt sie Retit. Sie müssten dann doch mal vielleicht noch mehr aus dem Rückraum versuchen. Der ist auch Krebitz. Berlin. Macht das Tor. Einfache Finte. Und guck an. 3,5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. 7-7. Und etwas übermotiviert gegen Elas. Und dann geht sie für 2 Minuten runter. Claudia Turo. Die Idee sicherlich nicht verkehrt. Elis da frühzeitig in ihrer Geschwindigkeit zu stören, aber nicht so. Wieder das Kreisanspiel, diesmal gelungen und es gibt 7 Meter. Beim Stand von 7-7. Rausgeholt von den 7. Und werfen wird die Nummer 6. Bei Krebitz Katharina Kröger. Die erste war sicher drin. Und der zweite auch. 8-7. Und Berlin setzt sich erneut durch. Es gibt gelbe Karte gegen Kröger. Und der erneute Ausgleich. Ja, richtig sauber ausgespielt. Sah das auch nicht aus, aber unterm Strich erfolgreich. Anna Altmann. 8-9. Eigentlich richtig von Elas aufzusteigen, aber wenn du das Pech an der Hände hast, Pfostentreffer. Wieder Berlin, sie kriegen sie nicht gehalten, es gibt 7 Meter. Und Torwartwechsel bei Krivitz. Katja Ex
kommt jetzt für den 7 Meter gegen Anna Altmann. Einen hat sie gemacht. Den zweiten hat sie nicht geworfen. Und der dritte ist drin. Acht zu zehn. Und der Treffer von Reti, da setzt sie sich mal durch am Kreis. Dann gibt's noch die gelbe Karte gegen Gablik. 19 und wir haben noch 3 Sekunden auf der Uhr in Halbzeit 1. Fünf Sekunden Einwurf werden wir wahrscheinlich noch sehen. Von Berlin, guter Versuch, aber das war's dann auch. Die Zeit ist um und Halbzeit zwischen Krivitz und Barth 9 zu 10. Halbzeit 2. Barth führt mit 10 zu 9 in Krivitz im HVMV-Pokal Viertelfinale. Und es muss sich einiges verändern in Halbzeit 2, wenn das dann erfolgreich laufen soll. Für beide Mannschaften. Ich denke, dass zur A der SV Krivitz etwas zulegen wird, weil sie auch müssen. Also wollen in eigener Halle nicht ausscheiden. Und Motor Barth muss dementsprechend mehr dagegen halten. Und Ex mit der ersten Hand am Ball. Das war sehr gut gespielt. Vorher auch schon von Motor Barth und Gaflix Wurf dann allerdings nur halb hoch. Und halb hoch ist die beste Position für einen Torhüter. Und über außen gespielt und jetzt auch mal sicher verwandelt vom SV Krivitz. Sareschka mit dem 10-10. Und hoffen wir darauf, dass es der Auftakt eines tollen, spannenden Spiels in der zweiten Halbzeit ist. Der Berliner, der damit in Schwung kommt. Der entscheidende Punkt zur Führung für Motor Barth in Halbzeit 1. Und Spörler ohne Ansatz, toller Wurf. Aber nicht drin. Und jetzt Tempo-Gegenstoß von Krivitz. Nicht gut ausgespielt. Spielzug angesagt. Bin gespannt, was kommt. Schrittfehler. Beste Mittel, um einen Angriff im Keim zu ersticken. Stürmerfoul gegen Berlin und sofort der Tempo-Gegenstoß. Jetzt von Krivitz. Jetzt mal Stoll umgeschaltet. So viel ist. Pfosten. Und es gibt keinen Pfiff. Doch, es gibt einen Pfiff. Da wäre ich doch jetzt sehr überrascht gewesen. Thank you.
Und jetzt Stürmerfoul entschieden gegen den Kreis von Krivitz. Schlechter Pass. Adam direkt am Ball, jetzt mit Schwung, aber sie muss den Schwung rausnehmen. Schrittfehler gepfiffen, jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Martina Prestin. So, jetzt haben wir die erste Überzahl für Motorbad. Die erste Überzahl für Krivitz lautete 0-2. Schauen wir mal, wie sich Bad anstellt. Außen richtig, richtig gespielt. Und Abwurf entscheidet der Schiedsrichter. Und auch das muss dann 2 Minuten geben. Ins Außen raus, spielt Klasse. Rehberg scheitert. Anna, der Töpfer. Aber auch da gilt, halb hoch wirft man nicht, halb hoch ist für den Torhüter. Ja, Fuß, schlechter Pass. Und da kommt der Pass an und wieder ist es Töpfer. Und wieder war es halb hoch. Wenn man seine Chance nicht nutzt. Gute Idee, nicht mitgedacht außen. Spörle, Kreis ans Spiel. Ja, die ersten 5 Minuten haben doch schon Pfeffer gehabt in dieser Partie. Jetzt in der zweiten Halbzeit. Er vergisst den Ball, hatte Glück, dass er den Freiwurf bekommt. Lintoro. Ja. Das war Kreisanspiel ohne Anbindung des Kreises, würde ich sagen. Sie fängt den Ball zwar noch, aber wartet hat sie den Ball nicht. Na, jetzt muss Motorbad aber ein bisschen. Ja, sonst kommt nämlich passives Spiel, das ist jetzt der Fall. Spörle. Klar, ein Tor vorbei und die zweite Welle läuft. Da ist die Geschwindigkeit raus. Und 7 Meter. Und 2 Minuten gegen Sandra Spörle. Das tut Bad weh, denn es ist ihre zweite. Martina Pressin wieder auf den Beinen, hat den 7 Meter rausgeholt und Kröger bisher sicher vom 7 Meter Strich. Und sie bleibt es. Aber ein gefährlicher Wurf. 11-10. Und die Chance jetzt für Rehberg. Berlin ist dran, lässt die Hände aber weg und Rehberg macht den Treffer. Zum 12-10. Das sollte doch ein wenig Ruhe reinbringen ins Spiel des SV Krivitz. Und jetzt die Überzahl auch mal genutzt. Da hat sich Berlin wehgetan. Wenn sie jetzt auch noch ausfallen sollte im
Spiel vom Motorbad. Damit schwierig. Und es geht weiter. Für Kathleen Berlin. Es geht jetzt für Motorbad sicherlich auch ein wenig die Zeit runterzuspielen. Nur nicht den Ball zu verlieren, wenn sich die Kriebitzer jetzt auf die Konter eingeschossen haben. Oh, muss sie die Hände weglassen. Außen lässt sie werfen, der Treffer für Motorbad. Janine Bansemer erstmalig erfolgreich. Reber klasse rausgespielt. Ehlers macht den Treffer. Mal als Variante gespielt. Ehlers über außen. Die Überzahl genutzt. 13-11. Bad jetzt auch wieder voll. Geht keiner raus auf Berlin, sie wirft am Tor vorbei. Aber man darf sie erst gar nicht so werfen lassen. Kriebel jetzt mit Schwung. Adam Ehlers, schönes Kreisanspiel. Schlechtes Anspiel. Adam jetzt mal schön aufgestiegen. Vierzehn elf. Bekommt das Spiel jetzt eine vorentscheidende Richtung? Ja, vielleicht etwas früher gesagt, wir haben noch etwas mehr wie 19 Minuten auf der Uhr. Schwacher Pass. Und die zweite Bälle müsste rollen. Tut sie aber nicht. Gut festgemacht. Und Ehlers mit Schwung, dann muss er hoch. Und er ist drin. 15-11. Genau so muss das Spiel des SV Kriebitz aussehen. Und Auszeit genommen von Motorbad. Die Möglichkeit, nochmal seine Mannschaft zu justieren. Er muss versuchen, die Geschwindigkeit aus dem Spiel des SV Kriebitz rauszubekommen. Wenn sie jetzt ihre Treffsicherheit behalten und mit der Geschwindigkeit kommen, dann überlaufen sie Motorbad.
Aber die Motivation ist jetzt gegeben. Man hört lautstark die Abwehr, dass das Hockey wird. Und der Ball ist drin. Tor für Motorbad. Anne Altmann. Hätte man auch abpfeifen können. Da liegt sie am Kreis. Rehberg. Kommt der Freiwurf. Bleibt liegen. Die Rehberg wieder auf den Beinen. Und der Treffer. Und hier wird das nochmal schöner ausgespielt. Hier aus mit eingezogen. Jetzt treffen sie auch. Von außen in dem Fall Reschka zum 16-12. Ach. Und im Personalunion. Den Ball bekommen erst mit dem Kopf und dann Katja X mit der Hand. Angesagt. Eine Kreuzungsvariante gespielt, aber ohne Schwung. Über die Außen haben sie die Mitte gebunden, den Ball nach außen gegeben und dann ist es Reschka erneut. Zur 5-Tore-Führung für Krebitz. Ja, ich habe im Laufe des Spiels gesagt, wer als erstes sein Vertrauen ins Spiel findet, der wird hier gewinnen. Krebitz hat sein Vertrauen gefunden. Mal gucken, ob sie das bis zum Ende halten können. Wird Fehler gepfiffen. Der Motorbad wirkt auch zu sehr ohne Ideen.
Man weiß nicht so richtig, wie man Kriebitz jetzt angehen soll. Kriebitz kommt jetzt mit Geschwindigkeit. Ja, Rehberg, auch wenn sie da eine Hand ins Gesicht bekommt. Absicht ist nicht und die Idee sollte doch Richtung Weiterspielen gehen. Klasse Anspiel an den Kreis. Genau so kann das Spiel laufen. Timmy Detman mit dem Treffer zum 18:12. Und so langsam muss ich Motorball was einfallen lassen. Und Einzelaktionen von Berlin sind es nicht. Eine kleine Variante, Treffer. Durch die Beine sieht unglücklich aus, aber Claudia Turo macht den Treffer zum 18:13. Adam steigt da hoch, mit etwas Glück fällt der Ball auch rein. 19:13. Den wollt sie haben. Zeigt den Spielzug an und nimmt sich dann den Wurf. Solange er erfolgreich ist, macht sie alles richtig. Aber man hört es auch in der Abwehr des SV Kriebitz. Ein bisschen Sicherheit eingekehrt. Adam brüllt sie da zurecht. Kommunikation ist alles in der Abwehr. Draußen gespielt von Berlin, auch wenn vorher verdächtig nach Schritten aussah. Lehlers jetzt mit Schwung, jetzt das Kreisanspiel. Genau richtig und das Tor für den SV Kriebitz. Zum 20:13 durch Martina Prestin. Und der Ball ist weg. Und Lehlers hat ihn. Der Pass auf Rehberg, der Konter sitzt. 21:13. Tja, 8 Treffer vor. Da ist 9 Treffer aufgeholt innerhalb von 18 Minuten. Das ist schon eine Leistung. Einmal lag der SV Kriebitz zur Halbzeit noch zurück mit 9:10. Das heißt aber auch, dass Motorbad erst 3 Treffer erzielt hat in Halbzeit 2. Auch das spricht eine deutliche Sprache. Allerdings muss man dazu sagen, es waren in der ersten Halbzeit zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht mehr. Da stand es allerdings nur 4:3. Der Pass kommt mit Glück durch. Adam macht den Treffer. Oh, 22:13. Und direkt passives Spiel angezeigt. Finde ich eine harte Entscheidung. Der Ball rollt durch. Aber sie läuft ja direkt hinterher. Aber sie machen das Beste draus, nämlich das Tor von Sandra Spörle. Und Adam, der Pulsgeber in der Kriebitzer Mannschaft, sagt auch, jetzt Ruhe reinbringen ins Spiel. Wir können unsere Angriffe ja jetzt ausspielen. Schrittfehler gepfiffen.
So, und jetzt gilt es, 8 Tore aufzuholen für Motorbad in 9,5 Minuten. Scheitert am Griebitzer Block. Hebe gerade den Ball. Klasse Kreisanspiel, durch den Kreis gelaufen. Deswegen zählt das Tor nicht. Und 7 Meter Entscheidung für Barth und 2 Minuten gegen den SV Kriebitz. Kadir Rehberg muss da runter. Und auch sowas kann natürlich eine Initialzündung für eine Aufholjagd sein. Anja Bull kommt jetzt erstmal für den 7 Meter auf Kriebitzer Seite. Und Toro wieder auf den Beinen. Und gelbe Karte gibt es am Rande noch, können Sie jetzt nicht sehen, für Roberto Wulff. Und der Treffer für Barth, nur noch 7. 22:15. Anna Altmann sehr erfolgreich vom 7-Meter-Strich. Jetzt Elas in Manndeckung. Ja, und dann setzt sich Elas ab und dann ist sie frei. Adam, Treffer. Das macht es jetzt nicht einfacher für Motorbad. Schlechter Winkel. Aber sie müssen was versuchen. Ist ja nicht so, dass sie übermäßig Zeit hätten. Kröger jetzt auf der Mitte für Rehberg. Schrittfehler, richtig. Auch das Nachwerfen kann durchaus 2 Minuten geben. Wir sehen da, bei Kriebitz auch den Angriff. Abwehrwechsel. Um es jetzt auf den Weg zu räumen. Krüger natürlich für Retit im Spiel. Aber nur für die Mitte. Und es gibt Rot gegen Retit. Ist eine harte Entscheidung. Aber sie pflückt sie aus der Luft. Der begründet es auch so, sie holt sich aus der Luft. Auch wenn Roberto Wulff das nicht wahrhaben möchte. Hey,
So, und Kathleen Berlin verlässt jetzt erstmal das Feld. Und dann hoffen wir, dass es Berlin gleich besser geht. Und weiter geht's mit Motorbad. Turo, Treffer. Okay. 23:16. Ja, und für die, die es nicht wissen, sei erklärt. Bei der roten Karte gibt es 2 Minuten quasi für die Mannschaft. Also 2 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld. Danach dürfen sie wieder auffüllen. Sie müssen also nicht das komplette restliche Spiel jetzt mit einem Mann weniger spielen. Die rote Karte lediglich eine persönliche Strafe. Und Treffer über Außen, das darf natürlich dann nicht mehr passieren beim Motorbad. Aber Reschka hat sich gefangen über Außen, macht die Treffer und ist damit eine wichtige Stütze im Spiel des SV Krefeld. Schönes Kreisanspiel. Oh, da muss sie die Hände weglassen. Tore macht den Treffer. Zum 24:17. Aber die Hände, die muss sie weglassen. Trotzdem dürfte das nicht mehr viel ausmachen. Wir haben noch 5 Minuten 10 auf der Uhr. 7 Tore vor für den SV Krefeld. Und 7 Treffer, das ist die Anzahl, die Barth gemacht hat bisher in der zweiten Hälfte. Wow, da sah man. Mit Elas aber auch mal in beiden Armen festgehalten. Aber da sieht man die Tendenz einfach viel besser. Sie will weiterspielen, sie will diesen Ball. Und so muss man da auch rangehen. Nicht abbrechen. Rehberg. Richtig. Natürlich bekommt sie den Freiwurf, aber es waren Schritte. Das Tor zählt also nicht. Elas. Ball gehalten und Fuß. Turo. Scheitert. Und jetzt gibt es Auszeit vom SV Krefeld. Roberto nutzt also die Möglichkeit, jetzt nochmal anderen Spielerinnen Spielmöglichkeiten zu geben, in einem Viertelfinale zu spielen. Hier, Jana Brusch sehen wir da auf der Außenseite, Katharina Kröger auf der Position von Sophie Ehlers. Und Jette Rosenberg bekommt auch noch ihre Einsatzzeit. Kröger mit dem Hüpfwurf.
am Motorbahn gar nicht mit dem richtigen Tempo. Natürlich werden sie dann am Marker, der Ex. Kann den Ball halten, jetzt noch 3 Minuten. Und auch Motorbahn weiß, hier ist nicht mehr viel zu holen. Schwacher Wurf. Man wird ihr verzeihen, ein gutes Spiel gemacht. Und da scheint ein bisschen die Kraft zu fehlen. Kröger völlig frei. Applaus 25-17. In dieser Szene sagt auch alles. Der Saft ist raus beim Motorbad. Das Spiel, das ist verloren. Jetzt geht es nur noch um die Höhe. 25-17 für den SV Kriebitz. Und jetzt nochmal ein Konter. Ja, haben sich nicht schnell genug abgesetzt. Rehberg, Fehlpass. Ja, jetzt nochmal Tempo gegen Stoß, obwohl richtig Tempo ist das auch nicht. 25-18. Fürs Protokoll. Anna Altmann mit dem Treffer. Seine Mädels sind sie vom SV Kriebitz, dass man da auch nicht mehr volles Tempo geht jetzt. Und dann noch die eine andere schwere Aufgabe in der MV-Liga. Spielen eine gute Rolle in der ersten Liga, Mecklenburg-Vorpommern. Das war ein klasse Kreisanspiel von Adam. Kuschenko darf sich nochmal in die Torschützenliste eintragen. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden auf der Uhr. Wir werden noch einen Wurf sehen, denke ich. Von Motorbad. Wenn sie denn wollen. Ja, ein letzter Wurf. Katja hat die Hand am Ball und damit ist das Spiel aus. Und SV Kriebitz steht im Final Four des diesjährigen AV-Pokals. Herzlichen Glückwunsch.